Gibt es in unserem Land noch eine freie Meinungsäußerung? Im Prinzip ja, würde Radio Erivan jetzt sagen, man darf sie nur nicht kundtun. Wie viele Menschen haben bisher schon ihren Job verloren oder Repressalien erlitten, nur weil sie irgendwo in Berlin oder Leipzig mitgelaufen sind und ihre Meinung zu den Restriktionen, die wir aktuell erleben, kundgetan haben? Eigentlich ist das ja alles erlaubt, aber auch das wird im Rahmen der Maßnahmen jetzt alles behindert. Ich hatte euch ja schon von dem Fall erzählt des Leiters des Augsburger Gesundheitsamtes, das ist also nicht bei Augsburg, sondern bei Augsburg, und der hat ja auch Kritik an den Maßnahmen geäußert, und zwar ziemlich laut. Und das Resultat war, dass er zwar nicht seinen Job verlor, aber mehr oder weniger degradiert wurde. Er ist jetzt irgendwo in eine andere Abteilung befördert, in Anführungsstrichen worden, weil er nicht auf Linie war. Und das ist etwas, was immer mehr Menschen spüren. Sie getrauen sich gar nichts mehr zu sagen. Sie getrauen sich gar nicht mehr mitzulaufen auf irgendwelchen Kundgebungen, weil sie Angst haben vor Restriktionen. Heute hat eine regelrechte Hatz begonnen gegen eine Staatsanwältin in Berlin. Die ist auch erwischt worden, nämlich im August schon. Und es ist wirklich völlig unmöglich, wie der Spiegel darüber schreibt, dass also diese Frau da mitgegangen sei. Weil sie hat ja auch ein Recht, ihre Meinung zu äußern oder etwa nicht, aber es kommt noch viel schlimmer. Sie trug ein Plakat, diese Staatsanwältin, auf dem drauf stand: Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Tja, das lassen sich die Behörden natürlich nicht bieten, und jetzt ist die Frau auch im Kreuzfeuer. Bin gespannt, was mit dieser Staatsanwältin jetzt passiert hier in Berlin. Also wir leben hier in Zeiten, aber es war ja abzusehen, dass es so kommt, die wirklich, wirklich schrecklich sind. Ich habe euch vorbereitet ein Statement eines Unternehmers, der eine schöne, gut laufende Firma hat bei Worpswede, Bremen, das ist in der Nähe von Bremen. Und dieser Unternehmer ist mitgelaufen in Leipzig. Was er alles durchgemacht hat, das ist wirklich unsäglich und ein Symbol für diese Maulkorb-Demokratie, in der wir aktuell leben. Denn dieser Mann hat nicht nur seinen Job, sondern auch gleich sein ganzes Unternehmen verloren. Und wie perfide dort vorgegangen ist, das zeige ich euch jetzt in seinem Statement. Er bittet ausdrücklich darum, dass es veröffentlicht wird. Und ich befürchte, dass das kein Einzelfall ist, sondern das, was er erlebt hat, hier in Deutschland die Runde macht und die Leute immer weniger sich getrauen, ihre Meinung zu sagen oder regierungskritisch zu sein oder irgendwas gegen Merkel und Spahn zu sagen. Ich bin der Meinung, selbst in dieser Situation, die wir gerade erleben, und sie ist nicht ganz einfach, zugegeben, muss es möglich sein, dass unterschiedliche Meinungen ohne Restriktionen und auch ohne Strafen, die danach folgen, kundgetan werden können. Aber diesen Bereich haben wir schon längst hinter uns gelassen. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die fast nur noch zu vergleichen ist mit irgendwelchen Herrschaftsregimen, in der Demokratie eine untergeordnete Rolle spielt. Schaut euch jetzt das Statement an von diesem Unternehmer bei Worpswede, Bremen. Das ist wirklich unfassbar, und ich glaube, es ist erst der Anfang. Hallo Welt. Mein Name ist Andreas Rico Schweter. Ich lebe in Worpswede und arbeite in Bremen und bin dort Geschäftsführer eines ITK-Systemhauses. Ich möchte erzählen, was mir gestern widerfahren ist. Ich habe es gestern bereits gepostet und wurde gefragt, bin ich real? Bin ich wirklich? Hier stehe ich, in meinem Gesicht, in meinem Namen. Und ich kann sagen, es ist passiert. Ich bekam gestern praktisch Berufsverbot und verlor meine Firma. Als ich gestern auf dem Weg zu meiner Firma war, bekam ich von meinem Mitgeschäftsführer eine Threema-Textnachricht, in der mir mitgeteilt wurde, dass an unserer Bürotüre jetzt ein Schild hänge, auf dem zu lesen war: Zutritt nur noch mit Maske. Ich trage keine Maske, ich habe einen ärztlichen Attest mit Diagnose. Und das habe ich dem Kollegen auch gleich mitgeteilt. Daraufhin antwortete er eben: Wenn ich ins Büro kommen sollte, dann müsste ich eine halbe Stunde vorher, vielleicht eine Stunde vorher anrufen.
damit er und sein Kollege sich in Sicherheit bringen und das Büro verlassen könnten, um nicht ihre Familien zu gefährden. Kurze Zeit später bekam ich einen Anruf von einem Anwalt von der großen Kanzlei, Anwaltskanzlei aus Bremen, die wir betreuen. Und er sagte, ihr Kollege hat mich gerade angerufen, hat mir gesagt, es gibt ein Problem bei Ihnen. Und ja, wir haben ja auch seit einer Woche hier verschärfte Corona-Maßnahmen, Zutritt in den Gängen, durch den Flur, nur mit Maske. Und ich muss Sie fragen, Herr Rico Schweter, waren Sie am Wochenende in Leipzig auf der Demo? Wahrheitsgemäß habe ich gesagt, ja, das war ich. Und ich muss Ihnen sagen, die Demo ist nicht so gewesen, wie sie in den Medien dargestellt wurde. Sie war friedvoll, gewaltfrei. Und es waren viele, viele Menschen, die für ihre Überzeugung auf die Straße gegangen sind. Und bitte hören Sie nicht auf das, was auf Medien mitgeteilt wird, sondern es war anders gewesen, nicht so. Sagt dann zu mir, wenn Sie auf der Demo waren, ohne Maske, mit den vielen tausend Menschen zusammen, da haben Sie sich ja unglaublichen Gefährdungen ausgesetzt. Wir sind ein Corona-Superspreader und wir können Sie nicht mehr ins Haus lassen. Wenn wir Sie ins Haus lassen, riskieren wir, dass unsere Mitarbeiter, dass wir selbst krank werden, dass wir in Quarantäne kommen, unsere Kanzlei schließen müssen. Und deswegen bekommen Sie Hausverbot. Des Weiteren überlegen wir als Mitkommanditisten Ihrer GmbH und Co. KG, dass wir Ihre Firma vielleicht liquidieren. Heute Abend rufe ich Sie zurück. Ich werde mit meinen beiden Anwaltskollegen telefonieren, reden, sprechen und das klären und melde mich heute Abend. Ich war jetzt mal gebrettert. Und abends bekam ich dann den Anruf von dem Anwalt, den ich eigentlich sonst sehr schätze. Ich bin mit der großen Kanzlei in Bremen seit 15 Jahren verbunden. Ich betreue sie seit 2005 als IT-Administrator. In verschiedenen Zusammenhängen. Ich war erst selbstständig, dann angestellt bei denen. Jetzt wieder selbstständig. Sie haben mir vor eineinhalb Jahren ermöglicht, als ich sagte, ich will wieder selbstständig werden, mir eine GmbH, KG aufzubauen. Haben mich unterstützt. Haben mir einen Kollegen reingeholt, einen Freund von mir, der mich jetzt so fein, ja, behandelt. Und ja, bei diesem Anruf sagte mir der Anwalt, ja, ich bin erstmal auch sehr von Ihnen persönlich enttäuscht, so wie Sie sich verhalten. Ich weiß, dass Sie mit Ihren Verschwörungstheorien mich zwar persönlich in Ruhe gelassen haben, aber dass Sie mit im Hause nie sehr hinterm Berg gehalten haben. Und ich kann es nicht gutheißen, dass Sie mit Ihrer Gesinnung hier alle gefährden. Und wir haben jetzt, ich habe mit meinen zwei Partnern zusammengesessen und wir haben entschieden, wir arbeiten nicht mehr mit Ihnen zusammen. Wir werden die GmbH und Co. KG, das Systemhaus, liquidieren, auflösen. Da habe ich gesagt, wie kann das denn sein? Wie kann es denn sein, dass ich aufgrund meines Engagements, meiner Haltung, meiner Arbeit, meine Firma, meine Existenz verliere und dass mich das doch sehr an Zeiten erinnert, die in Deutschland dunkel waren, an den Nationalsozialismus, haben wir denn diese Zeiten wieder? Er begegnete darauf, es tut ihm persönlich sehr leid, aber sie könnten nicht anders. Und ja, hat das Gespräch dann beendet. So stehe ich nun heute hier und suche die Öffentlichkeit. Ich bitte darum, dass diese Videobotschaft in die Welt geht, dass ich an die Öffentlichkeit komme, dass, ja, ich stehe für Interviews bereit. Ich stelle gern meinen Fall dar. Ich kläre mich. Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2020, anno Corona 01, in einer Zeit leben, wo man aufgrund seiner Haltung, Überzeugung, Gesinnung, seines Engagements dermaßen sanktioniert wird, dass man alles verliert. Ich habe alles verloren. Ich habe meine Firma verloren, habe meine Existenz verloren, meine finanzielle Grundlage. Ich weiß erstmal nicht, wie es weitergeht. Ich muss sagen, ich habe eine gute Basis. Ich habe eine Familie, zwei Kinder, eine Frau, die zu mir hält. Und ich bin gut geerdet. Ich weiß, dass es immer weitergeht. Es gibt eine Lösung. Aber ich kann es nicht stehen lassen, dass Menschen, auch andere, in der heutigen Zeit aufgrund ihrer Haltung, Gesinnung dermaßen sanktioniert werden. Gib diesen Post weiter, bring es in die Welt. Wir kämpfen gemeinsam für die gleiche Sache. Gemeinsam sind wir stark. Lasst uns gegen Ungerechtigkeiten vorgehen. Meldet euch, ich stehe zur Verfügung. Danke.